ich bin noch wieder da in dem Video. Neues Video, neuer Part. Ich glaube, ich lade das wirklich hoch. Mit ein bisschen Glas. Glas macht alles besser. Oh ja, obwohl das hier könnte auch dann jetzt einfach so ein bisschen hier so balkonmäßig werden. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Stimmt eigentlich. Das wäre auch was. Dass ich denn auf dieser Ebene hier das mehr so für den Balkon mache. So, der nochmal wieder weg. Ja. Warum lasse ich immer aus für den Holz im Crafting Table? Jetzt so noch das Ding wäre, obwohl die Spitzhacke macht es auch nicht schneller. So, also herzlich willkommen zurück, falls irgendjemand das guckt. Selbstverständlich heutzutage. Vielleicht guckt es ja einer oder zwei. Ich hab tatsächlich zwei echte Abonnenten, also vielleicht guckt es davon einer. Das hatten wir nur mit Leid. Vielleicht. Alles noch den jetzt erfahre ich noch so, einer von denen bist du. Ja, okay, du bist einer von meinen Abonnenten, aber du bist einer von meinen nicht richtigen, sondern einfach nur so Abonnenten. Ich habe nicht ein Video von dir angeguckt. Ich mache eins. Ist das traurig? Kann man da noch traurig sein? Ich weiß es nicht. Oder war es einem so klar, dass man da noch nicht mal mehr traurig sein kann? Ich bin so zutiefst enttäuscht. Ja, so ein Deckel wäre natürlich echt cool. So, dann habe ich hier so ein Balkon-mäßig, so ein Teil. So ein Balkon-mäßig, so ein Teil. Weißt du? So für die so richtig gutes Deutsch. Ich habe jetzt so ein Balkon-mäßig so ein Teil. So. Ich sehe Juhu. Ich habe so lange nicht mehr bei Minecraft ein richtig schönes Haus gebaut. Ja. Genau das auch wenn ich sehr viele Monster da sehe, aber dazwischen sehe ich auch dich. Obwohl ich frage mich, ob das Unterschied zwischen dir und einem der Monster so viel Unterschied ist. Der Unterschied ist gar nicht so. Du siehst ja, wo ich bin. Sag mal, wenn ich nach oben kommen soll, wenn das vielleicht einkriegt. Herr, wie wann du nach oben kommen sollst? Ja, der Tunnel. Ja, da gehört der Tunnel auf, wo du jetzt bist. Nee. Hä, hey, oder? Warte, hey, ich check grad nicht. Hä? Ich bin gerade am Tunnel graben. Achso, zu meinem Haus oder was? Zu meinem Haus oder was? Hm? Wohin gräbst du einen Tunnel? Zu meinem Haus oder was? Ja, wohin denn sonst? Achso, warte, dafür musste ich erst mal gucken. Oh Gott. Da, okay, jetzt. Oh, da ist gerade ein Enderman gesprungen. Hab ich auf der Karte gesehen. Eine unsichtbare Wand. Kannst ja Z drücken. Nee. Kann ich nicht. Sieht sogar, wenn man Z drückt, ne? Wenn man so die Farben einfach nur sieht. Boah, so kann ich es besser sehen. Nee, kann ich nicht. Mhm. Wo bist du? Wo bist du? Du kommst in meine Richtung. Glaube ich. Ja, ich laufe einfach mit dem Tunnel voran.
Ich soll dir Bescheid sagen, wenn du da bist, ne? Oder wie oder was? Ich sehe das ja auf der Karte. Ich darf nicht zu früh nach oben kommen. Was ist denn überhaupt mein Job? Was ist dann überhaupt mein Job dabei? Bei der ganzen Sache. Sagen, dass ich nicht genau in deinem Haus rauskomme. Das ist schlecht. Okay, okay. Jetzt musst du aufpassen. Jetzt musst du aufpassen. Du bist gerade sehr nah an, glaube ich, an meinem. Ja, ich weiß, ich sehe doch das Grüne. Doch nicht. Und die Mauer auf der Karte. Ich hab grad die große Karte. Ja, ich würde jetzt sicher schon deinen Schriftzug in der Welt. Jetzt hoch? Ja, könntest du machen. Also du bist gleich bei der Mauer. Also auf der Linie von deiner Mauer bist du gleich. Noch da, bis dahin sind noch ungefähr 5 Felder oder so. Hast du noch locker Zeit. Du kannst noch 5 nach vorne. Bis du dann irgendwie in Richtung deiner Mauer bist. Ich sehe dich gerade gar nicht auf der Karte, warte mal, bist du auch da? Du kannst ja nach unten graben, da wo ich bin. Soll ich machen? Oder soll ich mal da nach unten graben, wo du am besten rauskommen solltest? Ich komme aber hier jetzt am besten raus, wo ich aufs Sand gestoßen bin. Ja, das ist auch gut. Hey, da bist du ja. Und ich werde von Spinnen verfolgt. Nein. Ah, ich muss mir endlich eine Haustür zulegen. Immer anders. Wieder vergesse ich das. Mir eine Haustür zuzulegen. Okay, jetzt baue ich mir endlich mal eine Haustür. Den Tunnelabschnitt machst du aber allein. Geht das? Ich glaub, ja, dann kann man leben. Mach noch eine Kurve rein. Jo. Das ist mein Haus. Jetzt habe ich vernünftig hier auch Türen. Oh, ich wünschte, es wäre jetzt schon die neue Minecraft-Version mit den verschiedenen Türen, dann hätte ich mir eine schönere Tür gebaut. Es gibt verschiedene Türen. Ja, das stimmt, wegen dem Modpack, aber das sind halt anders. Die sind halt anders verschieden, sind halt mehr so anders krass. Ich gehe mal die Tür an, was gibt's denn für Türen? Metalltür. Der Metalltür bockt jetzt auch nicht so. Ich hätte halt gerne eine mit Fenster, weißt du? Es gibt auch welche ohne Fenster. Es gibt auch eine massive Holztür. Ja, aber nee, das Problem ist, weißt du, ich hätte gerne eine wieder mit Fenster, aber meine Textur ist halt eine ohne Fenster. Ich könnte natürlich auch einfach die Textur ändern, aber darauf habe ich keinen Bock. Oh, das ist so cool, das Haus. Ich habe schon ein richtig cooles Haus hier. Ich kann natürlich da noch mal 2 Türen hin machen, aber das wäre ein bisschen unnötig. So. Jetzt sind da schon. Da ist noch kein Glas drin, okay. Alter, da ist auch noch kein Glas drin, ne? Nein, mir fehlt noch voll viel Glas. Ich bin noch voll glaslos.
Okay, irgendwie bin ich gerade ein bisschen enttäuscht davon, wie langweilig mein Haus ist, weil es jedes Stockwerk gleich aussieht. Aber irgendwie ist es halt auch cool. Nein. Kein Sanddach. Ich schütze mich vor Sanddächern. Da schützen Sie sich jetzt. Schützen Sie sich jetzt vor Sanddächern. Dächern oder Sandgedächer? Dächern aus Sand. Dach. Sand. Dach. Dach aus Sand. Sand, der zum Dach reift. Sach. Okay, das war gerade wahrscheinlich der schlechteste Witz aus. Der schlechteste Witz übertragen aus einer Werbung und umgeändert von mir, den ich jemals gebracht habe, glaube ich. War das aber. Leider kann man hier recht gut rausfallen aus meinem Haus. Also vorsichtig. Schön Dachladen. Willst du mir etwa sagen, du hast keine Häuser, aus denen man rausfallen kann? Nein. Oh, dann bist du ja voll. Bist du ja voll so ein reicher Typ. Was war das nochmal, deine eine Theorie? Eine Bruchbude hat keine Fenster? Ja. Also jedes Haus, das keine Fenster hat, ist eine Bruchbude. Das habe ich doch in der 5. Klasse irgendwann mal gesagt. Also unbedingt merken, wenn man ein Haus findet, was keine Fenster hat, dann ist es eine Bruchbude. Wenn man ein Haus hat, was sehr heruntergekommen aussieht, aber es hat Fenster, ist es keine Bruchbude. Nein, in der Tür muss ein Fenster sein. Achso, stimmt, es muss ein Fenster in der Tür sein, sonst ist es eine Bruchbude. Okay. Also in mindestens einer Tür oder in jeder Tür? Ja, mindestens nur eine. Ja, okay. Die Haustür halt. Ja. Dann ist mein Haus keine Bruchbude. Wieso hast du eine Tür ohne Fenster? Naja, meinst du es kein. Ja, ich meine, die Hintertür ist ja ohne Fenster, aber die doch auch, oder nicht? Obwohl, nee, die Hintertür ist mit Fenster, stimmt. Die hat auch ein Fenster. Sieht doch genauso aus wie die vordere Tür. Stimmt. Gibt's keinen Unterschied. Ah, okay, bei meinem Haus glaube ich schon. Ich glaube, die Vordertür ist neuer, wenn ich mich nicht ganz irre. Es kann aber auch sein, dass sie gleich aussehen. Der hat kein Griff von außen. Das stimmt. Die Hintertür. Nee, warte. Vordertür. Die Vordertür hat keine Klinke von außen, die Hintertür schon. Warum reden wir jetzt? Tja. Boah, was meinst du, wenn jetzt jemand das Video guckt, meinst du, er kommt drauf, dass wir in derselben Siedlung wohnen? War nicht an derselben Straße. Das stimmt. Na, jetzt haben wir ihn verraten, wo wir wohnen. Na, eigentlich nicht. Eigentlich nur, dass wir in derselben Siedlung wohnen. Ist hier mein Haus? Haus, bist du hier? Da bist du. Mein Haus. Ich habe mein Haus gefunden. Und ich habe 5 Glasblöcke umsonst gekriegt. Oder besser gesagt, gratis. Ich habe sie nicht umsonst gekriegt. Das hatte durchaus seinen Sinn, dass ich sie gekriegt habe. Das war also nicht umsonst. In Form von vergebens. Aber umsonst in Form von gratis. Juhu. Na, Zombie. Na.
Fühlst du dich jetzt ausgeschlossen? Oh. Okay, dann mache ich jetzt. Ich habe gerade extra hier das HUD ausgeschaltet. Um jetzt sagen zu können, ja, also. Herzlich willkommen in unserer Architekturwerbung. TH Pictures Architektur. Wir bieten Ihnen Häuser mit einem ganz besonderen, ganz eigenen Stil. Sehen Sie, diese fabelhafte Verarbeitung. Wir haben hier einen hochwertigen Eichenfußboden. Dazu kommt der charakteristisch stilistische das charakteristisch stilistische Steinfundament, was schon seit dem Mittelalter beliebt ist. Irgendjemand hat hier einen Eisenblock in das Haus gesetzt. Das kann doch so nicht sein. Wer ist denn bloß so dreist? Oh, wir haben fliegende Hände im Haus. Guten Tag, eiskaltes Roboterhändchen. Wir sind in der Zukunft, falls Sie das noch nicht gesehen haben. Sehen Sie, diese charakteristischen Lampen, die kriegen Sie nirgendwo anders. In diesem Haus wachsen sogar Bäume. Es ist ein sogenanntes Umwelthaus. Und die Lampen tauchen automatisch aus der Wand auf, wenn Sie das Haus betreten. Sie sehen, wir haben hier eine riesige Fensterfront und ein gleißendes Licht mit einem Grabstein direkt daneben. Das ist sehr vertrauenserweckend, ich weiß, aber freuen Sie sich. Hier, wir haben noch eine riesige Glasfront. Und Sie haben sogar ein Loch im Boden, durch das Sie komplett nach unten fallen können. Sie brechen sich dabei nichts, denn Sie fallen auf diesem Holz weich wie auf ein Kissen. Es ist das perfekte Parkett, geeignet für jedes Haus, aber am besten natürlich sieht es immer noch hier aus. Wir haben hier eine sehr große Panoramascheibe. Sie haben Ausblick auf mehrere Inseln, auf eine Farm und auf den Urwald. Sie können natürlich auch hier rausspringen und sterben, aber warum sollten Sie das? Dieses Haus ist doch so schön. Dann gibt's hier die Ultra-Chill-Treppe mit flacheren Stufen. Wenn Sie oben ankommen, haben Sie hier einen super Balkon mit großer Aussicht. Dann hier nochmal einen kleinen, der noch nicht fertig ist. Passen Sie also auf, fallen Sie nicht runter. Und dann haben wir hier nochmal eine riesige Glasfront, die auch noch nicht vorhanden ist. Bauen Sie sich Ihr Haus selber noch ein wenig zu Ende. Kriegen Sie diese Ausstattung exklusiv nur bei uns. Bei uns können Sie Ihr Haus selber noch zu Ende bauen. Außerdem kriegen Sie eine laufende Kiste namens Peter gratis dazu. Bestellen Sie Ihre Immobilie jetzt und erhalten Sie auch noch Spinnen und Zombies sowie das eiskalte Roboterhändchen, was Lichter entstehen lässt, Glasscheiben zerspringen lässt und sonst was nicht alles, was Ihnen eigentlich nicht gefällt. Kriegen Sie auch dieses eiskalte Roboterhändchen gratis dazu. Bestellen Sie dieses wunderschöne Haus bei TH Pictures Immobilien. So, könntest du das vielleicht wieder reparieren? Das ist meine Hand geklaut. Hups. Kann ich nicht. Du hast mein Lagersystem in der Hand. Hier, bitte deine Hand. Ich schmeiß dir einfach dahin, wo ich nicht bin. Ich bin auch unsichtbar. Irgendwie hatte ich eigentlich noch einen Gag vor. Irgendwas wollte ich machen. Irgendwo wollte ich mich in den Tod schützen. Achso, genau, ich wollte eigentlich noch den Zombie. Okay, also, außerdem haben Sie die Nachbarn gleich dabei. Sehen Sie, viele Zombies, eine große Varietät, eine super Nachbarschaft. Auch Ihre Kinder werden sich hier wohlfühlen. Seile liegen einfach so auf dem Gehweg herum. In dieser Nachbarschaft gilt nicht das gewöhnliche Gesetz. Nein, Sie dürfen alles, was auf dem Boden liegt, einfach so mitnehmen. Sie können es behalten. Wenn es Ihnen gefällt, nehmen Sie es mit. Diesen Zombie, er gefällt Ihnen, nehmen Sie ihn mit.
Dieses Glas, es gefällt Ihnen. Nehmen Sie es mit und bauen Sie damit Ihr Haus zu Ende. Immerhin kriegen Sie das Angebot, das Haus selber zu Ende bauen, ja nur bei uns. Also schlagen Sie jetzt zu und kaufen Sie sich eine TH Pictures Immobilie. Ja, Mann, Glas. Ich wollte schon immer mal Glas haben. Kann ich mir ja sonst nicht leisten. Ich bin ja so arm. Mein Inventar ist voll mit Metall. Eisen. Warum können die zwei Leute gleichzeitig in den Crafting Table? Das finde ich dämlich. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ja, keine Ahnung. Hast einen Glasblock gratis dazu gekriegt gerade. Boah. Ich habe mich übrigens schlapp gelacht, als der Disney Channel rausgekommen ist. Ich habe mich richtig schlapp gelacht, als ich erfahren habe, dass das vierte ersetzt wird gegen den Disney Channel. Das vierte, hat das jemand mal geguckt? Ja, das frage ich mich halt auch. Na, ich wollte gerade durch. Wieder aus deinem Haus rausgefahren. Ich weiß nicht, ob das einen anderen Sendeplatz dann bekommen hat oder ob das tatsächlich ganz eingestampft wurde. Ich glaube, das wurde tatsächlich eingestampft und hat sich dann verteilt halt auf so Dauerwerbesender und so Astro TV und sowas. Wurde das, glaube ich, aufgesplittet. Dieses Comedy Central, ne? Das ist auch umgezogen. Ja? Das ist nicht mehr bei Kika. Oder nee, das war nicht bei Kika. Das war bei Nickelodeon immer. Nicht bei Kika? Ich meine. Nee, was war da? Keine Ahnung. Was war bei Kika da? Nein, bei Kika gibt's nicht. Bei Kika läuft doch ab 6 Uhr immer nur noch Bernd das Brot. Und immer wieder das Gleiche. Bei mir kommt da immer irgendwas anderes. Also, mitten in der Nacht. Ist immer ein anderer Fernsehsender. Bei mir stürzt das Fernsehen auch abends mal ab. Oh, das ist auch gut. Bei mir nicht. Warum nicht auf allen sein? Schön, wenn man Kabelfernsehen hat und es dann abstürzt. Ja. Das ist echt Hammer. Vielleicht lag es daran, weil ich gleichzeitig das Internet benutzt habe. Warum leuchtet eigentlich die eine Lampe nicht bei mir im Haus? Die ist einfach nur schwarz, die eine. Die leuchtet nicht. Voll die Loser-Lampe. Ja. Die gibt es ja auch in verschiedenen Farben, die Lampen. Ist jetzt den Tunnel noch zu bauen? Ich soll dir helfen, den Tunnel zu bauen? Ja, mache ich gerne. Ich sollte mal am richtigen Ende anfangen zu bauen. Cool. Was? Ein Skelett mit meiner Textur von dem Texture Pack. Das ist meine original Elfentextur. Ja, ich habe mir gedacht für meine, weil ich habe doch so eine mittelalterliche Adventure Map gemacht und da habe ich mir gedacht, so auch, es wäre ja cool, wenn die Skelette einfach so Elfen sind, weißt du, weil wegen so dünn und Pfeil und Bogen, das passt ja. Dann habe ich denen einfach so eine Char-Textur gegeben. Also wie ich eine Zeit lang meinen Char hatte. Und ja. Du hast einen Elfen? Nein, ich hatte einen alter Kerl
Schau. Und der sieht aus wie ein Elf. Nein. Ja. Du kommst jetzt auf Elf. Aber ich dachte, das ist schon okay für so Elfen, die dürfen ruhig alte Kerle sein. Das ist Hauptsache dünn und mit Pfeil und Bogen. Juhu! Hey, warum wenn man das HUD wegmacht, warum verschwindet eigentlich das Dings mit? Ist ja richtig bescheuert, dass das ausgerüstete Dings mit verschwindet, die Spitzhacke und so. So. Ja, drück mal auf F1, schalte mal das HUD aus, dann hast du auch keine Waffe mehr in der Hand. Ich weiß. Oder sowas. Ist ja voll bescheuert. Oho, oho, ja, okay, ich habe 34 FPS, aha, aha. Ui. Wie viel FPS hast du? Wieso? Will ich einfach nur mal wissen. Bestimmt, ich guck mal nach. F3. Ich drück die ganze Zeit F5. Ah, ja, 20. F5. 30. Jetzt habe ich 28. Jetzt habe ich 33. Hui, 38. Hui, 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 hui. 27, 30. Hui, 28, 29. So, was hast du denn bei Max FPS eingestellt? Keine Ahnung, gar nichts. Hab die Einstellung nicht vorgenommen und ich habe gerade schon wieder aus Versehen einen Screenshot gemacht. Hey! Juhu! Was habe ich denn noch so? Aline, was habe ich denn noch so? Ja, ich kann ja nur das so. Helm und Hose. Jetzt sehe ich richtig cool aus. Aline, wie ich immer aussehe, als hätte ich so eine Augenklappe oder so mit den Haaren da drüber. Wenn ich einen Helm aufsetze. Dabei sieht man das Auge eigentlich noch. Hast du eine Spitzhacke? Das ist das hellerbraune. Ja. Das hellerbraune ist das. Schöner Tunnel. Sehr, sehr schöner Tunnel, muss ich schon sagen. Das war irgendwie ausgebaut. Das ist total hässlich. Ach, ausbauen, was bedeutet das schon? Schick, schick, muss man schon sagen hier. Also dieses Haus, das verdient einen Screenshot. Das verdient einen Screenshot. Ja, genau, direkte U-Bahn-Anbindung. Oh Gott, hätte ich auch noch in meiner Werbung mitsagen sollen. Die noch gebaut wird. Ja, alles wird bei dem Haus noch gebaut. Also... Das ist also diese klassische Werbung, sie kriegen dies und das und jenes gratis dazu, aber geil ist es eigentlich sowieso nicht. Also. Genau, und dass sie trotzdem immer noch die ganze Zeit aus, das kann man da so reinspringen, aber es ist halt Glas. Aber es ist auch eigentlich gerade ganz cool, weil das hat einen coolen Effekt. Aber blöd, dass sich die Glasscheiben immer da so an den Blättern von den Bäumen festmachen. Aber von der Seite hier gefällt mir das Haus richtig gut. Sehr erstrebenswert, in diesem Haus zu wohnen. Und jetzt ertrinke ich einfach mal. Gluck, gluck, weg war er. Kann ich wissen, wie viele Eisenblöcke ich schon irgendwie verloren habe. Vielleicht sollte ich mir mal ein Bett machen. Und ein Schlafsack.
Ja, aber Schlafsack ist so. Schlafsack ist so pennermäßig. So schon pennermäßig, wenn du dich einfach so mitten auf den Weg legst und pennst. Pennermäßig. Nicht, dass es mir jetzt, also ich will jetzt auch nicht, ich will jetzt auch nicht fies klingen oder so. Nein, 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 nicht, dass es mir jetzt unangenehm wäre, als für jemand Obdachlosen gehalten zu werden. Aber Nein. naja. Ich glaube, ich höre dann jetzt mal auf. Mit Aufhören Generell. oder Wir sehen hier noch einmal von der schönen Reling dieses Hauses, was man hier auch für eine Yacht halten könnte. Na okay, außer dass es nicht fährt. Oh ja, das wäre auch noch mal was, eine Yacht bauen. kannst du den Download-Link von der Map in die Beschreibung packen? Oder Format-Pack? Kannst du ja machen. Könnte ich, muss ich aber auch nicht. Wenn ich es auch öffentlich geschaltet hätte. Ah. Tschui. Naja, dann tschüss.